Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Fall geht es wieder um einen Cold Case. Und zwar aus dem Jahr 1975. Zugetragen hat sich die Tat in der Nacht zum 26. April 1975. Und das Opfer ist die damals 16-jährige Carmen Fuchs. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 16.01.1976. Der Filmfall besticht dadurch, dass kein Bild des Opfers gezeigt wird. Zumindest weder in der Vorstellung des Falls noch in der Nachbesprechung des Falls. Allerdings gibt es im Filmfall selber eine Szene, wo das Bild vom Opfer gezeigt wird. Da einige von euch Aktenzeichen Y und die alten Sendungen ja relativ gut kennen, sage ich euch nochmal, dass es sich dabei um den sogenannten Fautenbach-Mord handelt. Unter dem Namen ist er auch bekannt. In der Einleitung spricht Ede Zimmermann von einem stummen Zeugen des Falls und zeigt einen Gipsabdruck von einem Schuh, der am Tatort genommen wurde. Dann geht es direkt in den Filmfall über. Die Feuerwehr ist gerade dabei, ein Bachbett trocken zu legen. In der Nähe der kleinen Stadt Achern am Rande des Schwarzwalds legt die Freiwillige Feuerwehr auf Ersuchen der Polizei rund um eine Brücke ein Bach trocken. Der Grund ist, dass die Kripo auf dem Grund des kleinen Wasserlaufs eine Fußspur entdeckt hat, also einen Schuhabdruck, und dabei handelt es sich vermutlich um die Spur eines Mörders. Denn an diesem Sonntagmorgen im April 1975 ist wenige Meter unterhalb der Brücke im Wasser des Fautenbaches die Leiche eines jungen Mädchens gefunden worden. Bei der ersten Überprüfung bezüglich der Tötungsart sagt der Arzt, dass die Stiche wohl nicht tödlich waren und sie eventuell ertrunken ist. Der Kripo-Beamte wirft dann ein, das Wasser ist doch schon niedrig, ohne weiteres kann man doch hier gar nicht ertrinken. Dann sagt der Arzt, dass sie noch Prellungen am Kopf hat und dass dies für einen Kampf spricht. Dadurch könnte es sein, dass sie ohnmächtig war, als sie ins Wasser gelangte. Bezüglich den Stichen sagt der anwesende Arzt, dass er noch nichts Genaues zum Tatwerkzeug sagen kann, aber dass sie wohl sehr viel Blut verloren haben muss. Da aber am Fundort kaum Blutspuren gefunden werden, geht man davon aus, dass der Fundort nicht gleich der Tatort ist. Der Kripo-Beamte fragt dann noch einen ortsansässigen Polizisten, ob die Brücke von vielen Personen benutzt wird. Er sagt ja, diese wird gerne als Abkürzung nach Mösbach genutzt, aber eben nur von Leuten aus der Gegend, die sich auskennen. Weiterhin möchte der Kommissar dann wissen, ob der Bach in den letzten Tagen ungefähr so viel Wasser wie immer geführt hat, und der Polizist bestätigt ihm dies. Weiterhin wird in der Nähe des Schuhabdruckes, von dem die Beamten einen guten Gipsabdruck nehmen konnten, wo das Profil gut zu sehen ist, noch eine elastische Binde gefunden. Und man vermutet, dass entweder der Täter dies verloren haben könnte oder dass das Opfer diese elastische Binde getragen hat. In der nächsten Darstellung fährt dann ein Polizeiwagen mit Lautsprechern durch die Gegend und bittet um Mithilfe der Bevölkerung, da heute Morgen im Fautenbach am Feldweg nach Mösbach die Leiche eines jungen Mädchens gefunden wurde. Ja, damals war es halt noch so, dann sind dann tatsächlich Polizeiwagen mit Lautsprecherdurchsagen durch die Gegend gefahren, da ansonsten die Bevölkerung halt nicht so schnell informiert werden konnte. Ansonsten ging es halt nur über Radiodurchsagen oder ähnliches, und dann so eine Fahrt mit Lautsprecherwagen war am einfachsten und am schnellsten. In der Lautsprecherdurchsage wird dann gesagt, dass das gefundene Mädchen etwa 16 Jahre alt war, dunkelblonde kurze Haare hatte und dass sie mit einer langen, dunklen Korthose und einer hellen Strickjacke bekleidet war. Möglicherweise hat sie auch an der Hand oder am Arm einen Verband getragen. Die Polizei fragt dann, wo ein Mädchen vermisst wird, auf das diese Beschreibung passt. Weiterhin wird gefragt, wer in der Nähe des Fundortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Diese Fahrten werden dann noch am Sonntagnachmittag in den umliegenden Ortschaften durchgeführt. Dann hören zwei Männer, die im Wohnzimmer sitzen und sich ein Fußballspiel anschauen,
Bei dem Spiel handelte es sich um das EM-Qualifikationsspiel Bulgarien-Deutschland am 27. April in Sofia, das 1:1 endete. Einer der Männer öffnet dann das Fenster und hört sich die Durchsage genau an. Nachdem diese durch ist, geht er zurück zum Sofa und meint zu seinem Kumpel: Du sag mal, das Mädel, das wir vorgestern Abend im Auto mitgenommen haben, war doch genauso angezogen. Der andere weiß nicht mehr genau, was sie getragen hat, kann sich aber an die kurzen Haare erinnern und er meint 16 Jahre, das könnte auch passen. Daraufhin meint der andere dann: Naja, die wird's ja nicht gerade gewesen sein, und dann schauen sie weiter Fußball. Ein paar Kilometer weiter dann, in Kappelrodeck, bringt die Polizeidurchsage einer Familie dann die schreckliche Gewissheit. Ein Ehepaar sitzt in der Küche am Frühstückstisch und hört auch diese Durchsage. Der Maurer Robert Fuchs und seine Frau Anna in Kappelrodeck haben sich schon seit 2 Tagen große Sorgen gemacht, denn ihre 16-jährige Tochter Carmen ist nach einer Veranstaltung im Haus der Jugend im 22 Kilometer entfernten Bühl nicht nach Hause gekommen. Die Eltern identifizieren dann später ihre Tochter Carmen zuerst anhand der Sachen, die ihnen von der Polizei in der Polizeistation gezeigt werden. Der Vater fragt den Kommissar, was denn passiert ist. Und dieser antwortet dem Vater: Das wissen wir noch nicht, Herr Fuchs. Der Kripo-Beamte möchte dann wissen, wann Carmen das letzte Mal zu Hause war. Und der Vater antwortet: Am Freitagnachmittag. Sie wäre dann nach Bühl gefahren, denn da war so ein Treffen von der Gewerkschaft. Also von der Gewerkschaft IG Metall war das. Eigentlich wollten die Eltern ihre Tochter bereits gestern vermisst melden, aber sie haben gedacht, am Samstag wäre niemand in der Polizeistation und haben natürlich auch noch geglaubt, dass ihre Tochter noch nach Hause kommt. Also es war damals auch tatsächlich so, dass in kleineren Polizeistationen, so in kleineren Orten, dann tatsächlich auch am Wochenende diese Polizeistation nicht besetzt war. Die Kripo fragt dann, ob es schon mal vorgekommen ist, dass ihre Tochter nicht nach Hause kam. Die Mutter sagt eigentlich nicht. Sie hätte ein paar Mal bei Bekannten übernachtet, wenn sie es nicht rechtzeitig geschafft hat, nach Hause zu kommen. Sie war ja öfter unterwegs mit ihrer Gruppe. Als die Kripo-Beamten dann fragen, wie sie normalerweise unterwegs war, sagt der Vater, dass sie immer per Anhalter gefahren ist und er dagegen war und sie sehr oft deswegen auch auf sie eingeredet hat. Aber es war wohl nichts zu machen. Sie hat sich davon nicht abbringen lassen. In der Darstellung werden dann vermutlich die tatsächlichen Fotos vom Auffinden der Leiche gezeigt, die an die Kamera auch dicht herangeführt werden. Mit dem Text von Wolfgang Grönebaum im Hintergrund, dass die Polizei davon ausgeht, es wieder mit einem Anhaltermord zu tun zu haben. Am nächsten Tag erhält die Kripo dann sogar eine eindeutige Bestätigung, dass Carmen auch an dem bewussten Freitag wieder per Anhalter nach Hause fahren wollte. Es melden sich dann nämlich die 2 Männer, die beim Fußballschauen waren, als sie die Lautsprecherdurchsage gehört haben. Sie erklären, als sie die Durchsage gehört haben, dass sie sich noch nicht ganz sicher waren, Carmen mitgenommen zu haben. Aber jetzt hatten sie das Bild in der Zeitung gesehen und jetzt sind sie sich sicher, dass sie sie mitgenommen haben am Freitag. Sie geben dann an, dass sie an diesem Freitag in Bühl im Hufeisen waren und sind dort so zwischen 23 Uhr und 24 Uhr weggefahren. Dann stand Carmen an der B3 am Ortsausgang an der Ampel. Zuerst wollten sie sie gar nicht mitnehmen, haben dann aber doch angehalten. Sie wollte nach Kappelrodeck. Die beiden haben ihr dann aber gleich gesagt, dass sie nur bis nach Aachen fahren. Der Kripo-Beamte meint dann zu einem der beiden Männer: Aber sie wohnen doch in Oberaachen. Das ist doch bald in Kappelrodeck. Er meinte wahrscheinlich dann damit, warum man sie dann nicht gleich eben komplett nach Hause gebracht hat. Und der Mann sagt: Wir wollten noch was essen in Aachen. Und der zweite Kripo-Beamte meint dann: Und dann? Sind sie dann essen gewesen? Der andere sagt ja und nennt dann den Namen eines Restaurants. Dann fragt der Kripo-Beamte weiter, wo man Carmen abgesetzt hat. Er sagt in Aachen, direkt am Klaus-Kirchle.
Dann wird gefragt, ob sie gesehen haben, wohin sie denn danach gegangen ist. Und der eine sagt, so genau nicht. Carmen hätte den beiden dann noch zugewunken und dann wäre sie eigentlich weitergegangen. Die beiden Männer kamen wegen eines Alibis nicht in Verdacht, die Täter zu sein. Mit diesen und vielen anderen Zeugen kann dann das Geschehen in der Mordnacht sehr weitgehend rekonstruiert werden. Etwa gegen 21.30 Uhr verlässt Carmen Fuchs gemeinsam mit ein paar Freunden das Haus der Jugend. Sie gehört zu einer gewerkschaftlichen Jugendgruppe, die sich dort häufig trifft. Einige der jungen Leute, unter ihnen auch Carmen, gehen dann noch in eine nahegelegene Gaststätte. Dort sitzen einige von ihnen noch etwa 2 Stunden. Es wird wenig getrunken und viel diskutiert. Carmen trinkt dort überhaupt keinen Alkohol. Gegen 23.30 Uhr verlassen die Letzten der Gruppe das Lokal und trennen sich dann vor dem Lokal. Und einer der Bekannten fragt dann vor dem Lokal Carmen, wie sie jetzt nach Hause kommt. Und sie sagt, per Anhalter, wie immer. Und er fragt dann, ob das dann so spät noch klappt mit dem Trampen. Carmen sagt, klar, das klappt immer. Und der andere möchte dann noch wissen, ob sie dann überhaupt keine Angst hat. Carmen sagt, ich doch nicht, mir ist noch nie etwas passiert. Ob dies dann tatsächlich so gewesen ist, stelle ich jetzt mal in Zweifel, weil eben das so dieser typische Punkt ist, wo Leuten dann eben auch ins Gewissen geredet werden soll bei Aktenzeichen Y Marke. Mir passiert nie etwas, mir ist noch nie etwas passiert und so weiter und so fort. Und damit eben den Leuten klar gemacht werden soll, auch wenn bisher noch nie was passiert ist, es kann immer was passieren. Und kurz danach wartet Carmen dann am Ortsausgang von Bühl auf eine Mitfahrgelegenheit. Und dort wird sie, wie bereits bekannt, von den beiden Männern nach Aachen mitgenommen. Danach ist sie dann zunächst ein Stück zu Fuß weitergegangen und irgendwo zwischen Aachen und der kleinen Bachbrücke muss sie dann in das Auto des Mörders gestiegen sein. Damit endet dann die filmische Darstellung des Falls. Die Polizei sucht in der Nachbesprechung dann noch nach weiteren Autofahrern, die Carmen versucht hat anzuhalten oder die sie angehalten hat. Anhand des Gipsabdruckes kann dann festgestellt werden, dass der Täter Sandalen getragen haben muss mit der Größe 40-41, also keine sonderlich große Schuhgröße, aber es kann auch sein, dass damals in den 70er Jahren die Schuhgrößen auch von Männern noch ein bisschen kleiner waren als heute. Also auch zu diesem Fall gibt es kaum Informationen im Internet zu finden. Allerdings gab es jetzt in der Badischen Zeitung vom 25. Februar 2023, also diesem Jahr, noch einen Artikel. Und dort heißt es, das Mädchen, das kurz vor ihrem 17. Geburtstag steht, liegt in einem Bach in der Nähe des Autobahnzubringers, dem Fautenbach. Also das ist natürlich schon mal sehr interessant, das wurde jetzt in Aktenzeichen Y nicht erwähnt, dass es dort praktisch einen Autobahnzubringer gibt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es den damals schon gab, aber ich gehe mal davon aus. Der Fall schaffte es am 16. Januar 1976 als Fautenbach-Mord in die Sendung Aktenzeichen Y ungelöst. Doch den Ermittlern gelingt auch damit kein Durchbruch. Knapp 30 Jahre später gibt es dann aber überraschend neue Ansätze. Nachdem sich zwischenzeitlich der Verdacht gegen 2 Männer gerichtet hatte, der sich aber nicht erhärten ließ, stößt Hans-Jürgen Klinger 2004, Leiter des Dezernats 1.1, bei der Kripo in Offenburg bei einer Recherche auf mehrere Verbrechen, die im Elsass verübt wurden. So, und da hake ich aber vorher nochmal kurz ein. Ich vermute nochmal ganz stark, dass eben der Verdacht, der sich gegen diese 2 Männer gerichtet hat, diese beiden Männer waren, die bei der Polizei vorstellig geworden sind, weil sie eben Carmen mitgenommen haben. Diese dürften dann wohl kurz nach der Tat in Verdacht geraten sein, aber bei Aktenzeichen Y wurde ja gesagt, dass sie als mögliche Täter ausschieden, da sie ein Alibi haben. Also kommen wir nochmal zurück, eben, dass es eben bei einer Recherche festgestellt wurde,
dass bei mehreren Verbrechen, die im Bereich Elsass verübt wurden, dass es da wohl Ähnlichkeiten gibt. Und da war es dann so, dass eben die Verletzungsmuster waren bei allen Fällen gleich. Es wurden auch Messer eingesetzt. Die bei Rinau, Obernai und Schiermerk ermordeten Frauen und Mädchen wurden ebenfalls in einem fließenden Gewässer abgelegt, sagte er einmal dieser Zeitung. Und noch etwas fiel ihm auf. Pierre Baudin, der Tatverdächtige, der viele Jahre in Gefängnissen und geschlossenen Psychiatrien verbracht hat, war zu dem Zeitpunkt, da Carmen Fuchs ums Leben kam, auf freiem Fuß. 2007 wurde er zu lebenslanger Haft und anschließender 30-jähriger Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das Straßburger Schwurgericht war überzeugt, dass er zwei Mädchen im Alter von 11 und 14 Jahren sowie eine 38-jährige Frau umgebracht hatte. Er aber stritt die Taten ab. Schon bald nach den Taten wandte sich Klinger an die zuständige Staatsanwaltschaft Baden-Baden und stieß auf offene Ohren. Über ein Rechtshilfeersuchen an die französischen Ermittlungsbehörden gelang es ihm, den in Straßburg einsetzenden Baudin zu verhören. Doch dieser wies die Schuld von sich. Er habe auch mit dem Tod von Carmen Fuchs nichts zu tun. Zweifel bleiben, aber die Tat war ihm nicht nachzuweisen. Nicht weiterhelfen konnten bislang auch DNA-Spuren. Am Tatort wurden 1975 Zigarettenkippen sichergestellt. Ob sie dem Mörder gehörten, ist bis heute ebenfalls ein Rätsel. An der Kleidung der getöteten Carmen war hingegen keine Fremd-DNA gefunden worden. Dieser Pierre Baudin, der wurde geboren am 30. Dezember 1947 in Obernai und ist ein französischer Krimineller und Amokmörder, der seit 1969 abwechselnd in psychiatrischen Krankenhäusern und Gefängnissen stationiert ist. Er trägt den Spitznamen Pierrot Le Fou, was Pierre Danard bedeutet. Sein Strafregister umfasst 7 Verurteilungen, 3 davon wegen Mordes, darunter gewaltsame Vergewaltigung. Er ist das 11. Kind einer Familie mit 16 Kindern, die aus einer jenischen Gemeinschaft stammt. Ich habe euch einmal den Link zu Wikipedia hinterlegt, wo ein paar Informationen von ihm aufgelistet sind. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass die Seite einmal in Englisch ist. So, das war es mit dem Video. Es wäre natürlich durchaus möglich, dass er der Täter ist, wenn das passt und dass jetzt diese DNA-Spuren zu den Zigarettenkippen nicht gepasst hat. Das kann man ja durchaus nachvollziehen, weil ja noch nicht einmal klar ist, dass diese Zigarettenkippen von dem Täter stammen. Ob da jetzt DNA-Abgleich zwischen ihm und den an der Zigarettenkippen gefundenen Spuren gemacht wurde, weiß ich nicht, aber ich denke mal, es wurde gemacht. Aber da hat man anscheinend dann keine Übereinstimmung gefunden, sonst hätte man ihn hätte man auf jeden Fall ein gutes Indiz gehabt. Leider ist der Fall immer noch ungeklärt. Viel zu sagen habe ich dazu nicht mehr, aber er dürfte oder sie dürfte dann wieder auch Opfer einer Tat gewesen sein. Eventuell wieder ein Anhaltermord, dass sie noch in ein Auto gestiegen ist. Vielleicht hat er sie auch irgendwo auf der Straße angesprochen. Man kann es schlecht sagen, aber leider ist der Fall immer noch ungeklärt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!